Hallo und willkommen bei den Spieldinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es um Athenim, ein Spiel, was bei Renegade Game Studios erschienen ist. Der Autor ist L. Atelier oder L'Atelier, wenn man es französisch L nicht mitsprechen würde. Es wird 2 bis 5 Spieler, momentan nur auf Englisch erhältlich und ab 10 Jahren. Ja, und wir sind mal wieder Studenten, und zwar Zauberstudenten, und wir sind kurz vor unserer Prüfung, rennen noch alle gemeinsam in die Bücherei, um zu lernen. Und weil uns der Wachmann ein wenig länger hat bleiben lassen, haben wir ihm dafür versprochen, ein wenig in der Bibliothek aufzuräumen und dazu unsere Zauberkräfte zu nutzen. Wie das jetzt genau funktioniert, erzähle ich euch in einem Regelüberblick, und dann sehen wir uns zu einem Fazit gleich wieder. Hier seht ihr nun ein Setup für eine 2-Personen-Partie. Jeder Spieler übernimmt natürlich hier einen Zauberer. Ich habe mich jetzt für den rosa Zauberer entschieden. Das sieht man hier oben. Angelo ist jetzt der türkise Zauberer. Ihr seht, wir haben hier die Spielfigur. Diese stellen wir auf 0 vom Spielfeldplan. Jeder bekommt noch 2 Zauberstäbe. Die restlichen Zauberstäbe kommen hier in den Zauberstabbereich. Außerdem bekommt jedes Spiel entsprechend sein Bücherregal, das er vor sich hinlegt, und füllt in jedes Feld hier entsprechend eine Spinne. Außerdem brauchen wir noch die Season Cards. Wir haben hier einmal die A- und die B-Karten. Zu Spielbeginn bekommt jeder Spieler hiervon 6 Karten. Die restlichen Karten werden nicht benötigt und kommen aus dem Spiel heraus. Ihr seht, ich habe hier schon 6 Karten an jeden Spieler ausgeteilt, und diese werden wir auch gleich draften, aber dazu gleich noch mehr. Den Spielplan haben wir hier schon in der Mitte. Ich habe ja schon gesagt, hier kommen unsere Spielfiguren. Diese zeigen einfach unsere Siegpunkte an, die wir während dem Spiel machen. Wir haben hier noch diese geschickte Boxen mit den verschiedenen Büchern darin. Diese werden wir brauchen, um unser Regal zu füllen. Außerdem haben wir noch Aufträge. Diese Auftragskarten kommen verdeckt hier als Stapel hin, und ihr füllt hier sofort 4 Karten auf. Legt außerdem noch diese Sideboards bereit und die Spinnen. Und wir haben hier noch einen schicken Zugbeutel. In dem Zugbeutel werden sich hier diese Blättchen befinden. Auf der Rückseite sind Kerzen drauf und auf der Vorderseite irgendwelche Bonis. Aber wie das genau funktioniert, kommt natürlich auch noch gleich dran. Athenim wird über 2 Seasons à 5 Züge gespielt, und in jedem Zug versuchen wir, so viel wie möglich an Aktionen auszuführen, um entsprechend unsere Regale zu füllen und Punkte zu machen. Wie schon erwähnt, spielen wir über 2 Seasons à 5 Züge. Die Seasons sind in A und B gegliedert. In A werden wir mehr Bücher anwerben und Aktionen machen. In B werden wir eher unser Regal umsortieren. Zu Beginn unseres Zuges suchen wir eine dieser Karten aus, legen diese verdeckt vor uns hin. Sobald alle Spieler soweit sind, drehen wir diese Karte um und geben uns entsprechend diese Aktionen. Dabei müssen wir aber beachten, dass die Karten in 3 Aktionen eingeteilt ist. Das heißt, die gelbe Aktion bekomme ich immer selber für mich. Dann haben wir hier oben noch einen Bereich, einmal den rechten und den linken Bereich. Das heißt, der rechte Bereich bekommt mein rechter Nachbar, den linken Bereich bekommt mein linker Nachbar. Da wir aber jetzt zu zweit spielen, hat Angelo den Vorteil und bekommt beide Aktionen. Sehr lieb von dir. Nachdem wir uns jetzt unsere Karte ausgesucht haben, nehmen wir uns entsprechend die Boni, die wir erhalten, und versuchen dabei, durch das Puzzeln der Bücher im Regal diese Aufgaben zu erfüllen. Die Aufgaben sind verschieden unterteilt. Bei dieser Aufgabe möchten wir einfach in einem beliebigen Buchregal diese Reihenfolge von Büchern einpuzzeln. Wenn wir das erfüllt haben, legen wir nachher noch einen Zauberstab darauf, bekommen entsprechend Siegpunkte und eventuelle Boni. Dann haben wir noch hier zum Beispiel einen anderen Auftrag. Dieser Auftrag fordert uns einfach auf, dass wir in diesem Bereich Bücher stehen haben. Dabei spielt die Farbe der Bücher keine Rolle. Hier haben wir nochmal einen anderen besonderen Auftrag. Dieser Auftrag zeigt einfach, dass wir diese Bücherei genau in diesem Bücherregal haben mögen. Sprich, das wäre in diesem Bereich. Wenn wir das haben, bekommen wir 7 Siegpunkte. Ich nehme mir jetzt meine Bücher, die ich hierfür bekommen würde. Ich bekomme ein rosa und ein grünes Buch, und Angelo war so gnädig und gibt mir ein lila und ein türkisenes Buch. Angelo hingegen bekommt einfach 2 Siegpunkte und ein lila Buch. Außerdem bekommt er ein rosa Buch für seine Karte und darf einmal hier ins Säckchen greifen.
Ich habe jetzt hier das Säckchen, ich heiße, ich darf hier reingreifen. Ich ziehe jetzt ein Plättchen raus. Das ist in dem Fall ein doppelseitiges Buch. Oder ich kann es als Kerze benutzen. Was die Kerze macht, erzählt euch Melli aber ein bisschen später. Wir haben ja jetzt unsere Aktionen sozusagen verteilt und jetzt können wir jeder für sich unser Buchregal entsprechend gestalten. Dabei werde ich natürlich darauf achten, dass ich vielleicht einen Auftrag erfüllen kann. Und siehe da, ich habe die perfekten Bücher, um sofort diesen Auftrag zu erfüllen. Sprich, ich puzzle jetzt hier in meine Bücher ins Regal ein, dabei muss ich aber auf gewisse Sachen achten. Ich puzzle also jetzt meine Bücher hier ins Regal ein. Dabei gibt es natürlich immer wieder Puzzleregeln, wie auch bei anderen Spielen. Ich darf mein erstes Buch immer nur an eine Wand anpuzzeln. Das heißt, so wäre es in Ordnung. Ich dürfte das Buch aber nicht einfach hier reinstellen, denn das Buch möchte an einer Wand gestützt werden. Ich darf das Buch auch in eine zweite Ebene puzzeln, dabei muss ich aber darauf achten, dass darunter schon ein Buch ist. Sprich, ich müsste das erste Buch hier hinsetzen, dann dürfte ich ein anderes Buch einfach hier drauf machen. Aber ich muss auch wieder darauf achten, auch wenn ich in die zweite Ebene gehe, muss ich immer an einer Wand anfangen. Sprich, hätte ich zuvor hier ein anderes Buch drunter, dürfte ich mein grünes Buch trotzdem nicht hier hinstellen, denn das Buch muss immer an eine Wand gestützt angepuzzelt werden. In der zweiten Ebene dürfte ich jetzt einfach hier an ein weiteres Buch anpuzzeln, sprich ich könnte das Buch jetzt hier hinlegen, was aber eben nicht geht, dass ich dieses Buch einfach hier hinsetze, auch wenn darunter eins ist, ist es nicht an eine Wand angepuzzelt. Für die dritte Ebene gilt natürlich das Gleiche, sprich würde ich hier ein Buch haben, dürfte ich hier auch schon in die dritte Ebene gehen, aber ich muss nur wieder darauf achten, dass entsprechend unten Bücher sind und ich wieder an eine Wand zuerst anpuzzle. Aber ich möchte ja einen anderen Auftrag erfüllen, das ist ja klar. Das heißt, ich puzzle jetzt einfach meine Bücher hier so rein. Ich muss darauf achten, dass die Farben stimmen. Ich fange also mit Lila an, setze dann mein Grün. Dann kommt das Türkisene und zum Abschluss noch das Rosene. Und ihr seht schon, jetzt verdränge ich sozusagen diese Spinne im Bücherregal. Und es ist auch ganz wichtig, dass das mal passiert. Ich setze jetzt einfach mein rosa Buch hier rein, verdränge diese Spinne im Bücherregal. Und immer wenn ich eine Spinne im Bücherregal verdränge, bekomme ich einen kleinen Boni. Ich habe jetzt die Wahl zwischen einer der vier Belohnungen für die Spinne, die ich aus meinem Regal rausgeworfen habe. Ich darf mir einen Zauberstab aus dem Vorrat nehmen, aber natürlich nur, solange hier noch Zauberstäbe von mir da sind. Hier dürfte ich ein Blättchen aus dem Säckchen ziehen. Auf die Blättchen gehe ich gleich noch darauf ein. Hier darf ich mir ein beliebiges Buch nehmen. Das kann auch mal in den Karten vorkommen, dass hier so ein graues Buch ist. Graues Buch bedeutet einfach Joker. Ihr sucht euch eins der Bücher aus dem Vorrat aus. Oder ihr nehmt euch hier ein Sideboard und immer wenn ihr ein Sideboard bekommt, legt ihr das rechts oder links an euer Regal an. Ihr dürft natürlich nur zwei Sideboards haben und immer wenn ihr ein Sideboard erhaltet, bekommt ihr noch eine kleine Spinne dazu. Ich habe mich jetzt für dieses Sideboard mit Spinne entschieden, für das, dass ich dieses Regal voll gemacht habe. Sobald alle Spiele jetzt fertig sind, können wir auch zaubern und Aufträge erfüllen. Falls ihr jetzt noch Aktionen oder Material über habt, werden diese einfach abgelegt und ihr habt diese nicht genutzt. Ich möchte jetzt zaubern und lege hierzu einfach meinen Zauberstab hier hin. Ich bekomme jetzt sofort 4 Siegpunkte, gehe mit meiner kleinen Fee hier auf 4 und bekomme aus dem Vorrat wieder einen Zauberstab zurück. Dabei ist es aber ganz, ganz wichtig, ohne Zauberstäbe können wir keine Aufträge erfüllen. Also müsst ihr immer schauen, dass ihr Zauberstäbe habt und auch Aufträge, die ihr erfüllen könnt. Sobald wir alle hier fertig sind mit Zaubern, rutscht diese Karte einfach raus. Wir rutschen diese Karten auf. Die Zauberstäbe bleiben aber hier auf diesen Karten liegen. Wir füllen wieder eine Karte auf und nun kann eine neue Runde beginnen. Dazu draften wir unsere Karten im Uhrzeigersinn in der A-Runde an unseren Mitspieler weiter. Anschlag gibt es mir natürlich auch rechts herum. Und nun beginnt eine neue Runde. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Züge Zeit in der A-Season, bevor wir dann in die B-Season wechseln. Wir haben jetzt schon ein wenig weiter gepuzzelt und ich möchte jetzt noch auf einige Sonderbedingungen eingehen mit euch.
Wenn ihr solch eine Karte ausspielt, das heißt, ich würde hier nochmal ein Regal bekommen, kann ich diese nicht wählen oder nutzen, da ich ja schon zwei Sideboards habe. Das heißt, diese Karte würde einfach verfallen und meine aktiven Nebensitzer würden einfach nur diesen Bonus erhalten. Als nächstes möchte ich euch nochmals diese Karte zeigen, wo man eben entsprechend in das Säckchen greift und diese Blättchen bekommt. Habe ich ja schon gesagt, auf die Blättchen möchte ich nochmal spezieller eingehen. Es gibt verschiedene Blättchen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Stück herausgenommen. Dafür gibt es einfach eine Umsortieraktion, die zeige ich euch jetzt gleich, oder auch diese zwei Bücher. Das heißt, diese könnt ihr einfach als zwei Bücher in euer Regal einpuzzeln. Auf diesen Bonusblättchen können auch einzelne Jokerbücher sein oder Zauberstäbe. Ich möchte euch aber noch kurz diese Aktion erklären auf der Karte. Das bedeutet einfach, euer Mitspieler bekommt ein Buch in dieses Regal. Dazu muss er aber Platz an diesem Regal haben und darf sich dann ein Buch seiner Wahl aussuchen. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Blättchen aus dem Beutel. Wie schon gesagt, ihr könnt entweder die Blättchen als das benutzen, was sie sind, oder ihr könnt auch diese Blättchen umdrehen, um daraus Kerzen zu machen. Und diese Kerzen könnt ihr hier oben in diese Aussparungen von eurem Bücherregal reinsetzen, um dann entsprechend am Spielende noch zusätzliche Punkte zu bekommen. Jetzt erkläre ich euch aber noch diese Aktion. Diese ist besonders und wird eher in der B-Season vorkommen. Da dürft ihr euer Bücherregal neu arrangieren. Sprich, ihr dürft hier mit diesem Blättchen vier Bücher aus eurem Regal herausnehmen. Aber dabei müsst ihr natürlich an die Legeregeln denken. Sprich, ihr könnt nicht einfach hier unten ein Buch rausziehen, weil dieses Buch hat jetzt keine Stütze von unten mehr. Und ihr könnt auch nicht einfach dieses Buch wegnehmen. Das wären schon zwei No-Gos, weil hier würde kein Buch mehr drunter stehen und dieses wäre nicht mehr angelehnt an ein anderes Buch. Also ihr müsst hier darauf achten, dass ihr diese Regel nicht verletzt. Das heißt, ihr dürft hier einfach vier Bücher aus eurem Regal beliebig rausnehmen, unter Beachtung der Regeln, und dürft dann diese Bücher wiederum anders einordnen und koordinieren, um eventuell wieder hier Aufträge zu erfüllen. Aktionen von Karten und auch von diesen Blättchen dürft ihr in beliebiger Reihenfolge ausführen. Das heißt, hätte jetzt mein Mitspieler momentan keinen Platz in diesem Regal, kann er zuerst sich Platz schaffen, um dann ein Buch zu nehmen. Jetzt kommen wir noch zum Spielende und das seht ihr hier ja am Regal außen noch Siegpunkte. Auf diese Siegpunkte bin ich ja schon eingegangen. Für jedes Regal, wo hier eine Kerze beinhaltet, bekommt ihr einfach die Siegpunkte. Dann bekommt ihr für volle Bücherregale Siegpunkte und zwar immer entsprechend, was hier angedruckt ist. Sprich, in meinem Fall würde ich hier 7 Punkte bekommen, hier 6 und hier 2. Dieses Regal ist leider nicht gefüllt, daher bekomme ich keine 6 Punkte. Außerdem habt ihr noch eine Sonderfarbe, in meinem Fall ist es rosa. Das heißt, ich versuche im Spielverlauf viele rosane Bücher miteinander zu verbinden und einzupuzzeln, denn hier bekomme ich nochmals Punkte. Ab 2 Bücher, die zusammenhängend in einem Regal liegen, bekomme ich einen Punkt. Sprich, hier würde ich einfach 2 Punkte bekommen und hier würde ich nochmals 3 Punkte bekommen. Bücher sind niemals über Eck angrenzend. Würde also das so aussehen, würde ich keine Punkte bekommen, aber da dieses Buch hier drin liegt, ist es über das hier verbunden und dann ist es gültig. Jeder übrige Zauberstab ist auch noch ein Siegpunkt wert und natürlich ist es so, der, wo die meisten Siegpunkte gemacht hat, gewinnt eine Runde Athenem und wie es uns jetzt gefallen hat, seht ihr jetzt in einem Fazit. So, Athenem, ein Spiel mit schwer aussprechbarem Namen. Ich hoffe, ich spreche es die ganze Zeit richtig aus. Es geht ja darum, dass wir Studenten sind und eben nochmal auf die Prüfung lernen wollten und dann dem Wachmann helfen, seine Bücher oder die Bücher wieder zurück in die Regale zu bringen. Und ich finde, das ist gut umgesetzt, weil wir haben ja hier diese verschiedenen Bücher und dieser Puzzlemechanismus, wie wir hier was reinpuzzeln und auch die Art, wie das gestaltet ist, wie sich diese Regale nach und nach füllen. Ich finde, das trägt schon so ein bisschen zur Atmosphäre des Spiels bei. Man fühlt sich dann auch irgendwann wirklich so ein bisschen, wie wenn man halt hier die Regale wieder mit den Büchern füllt. Und mich hat das vom Thema eigentlich abgeholt, wobei ich jetzt sagen musste, so ein Buchthema hört sich trocken an, aber ich fand die Idee eigentlich witzig umgesetzt und ich fand, das kommt ganz gut rüber im Spiel. Ich muss mal kurz rübergreifen, denn dieses Cover hat uns irgendwie beide in den Bann gezogen. Wir haben es 2-3 Mal gesehen und es war so mysteriös und geheimnisvoll.
diese Namen, wie spricht man den jetzt aus? Keine Ahnung. Und das hat uns einfach nicht losgelassen, schon allein dieses Cover. Und ich muss sagen, es hat sich auch gelohnt, denn das Artwork und das Material ist echt richtig schön gemacht, das Artwork. Diese Bücher, wir haben hier zig verschiedene Bücher mit witzigen Titeln. In dieser Version sind sie natürlich Englisch, aber trotz allem schmunzelt man dann, wenn man mal kurze Wartezeit hat, bis die Spieler fertig, also seine Mitspieler fertig sind, und liest dann hier zum Beispiel... Ich habe hier Oberon is a Poser, wer immer Oberon ist. Oder Ask a Medium, ja? Frag mal ein Medium. Was auch sehr spannend ist, Another Thursday with Thor, also wahrscheinlich eher ein Liebesroman. Genau, einfach schon diese Liebe, die halt hier in diesen Büchertiteln steckt. Ich hoffe, es kommt irgendwann auf Deutsch, dass es auch in den Genuss der deutschen Titel käme. Das ist schon echt was Besonderes. Genau, auch nochmal zum Material zurückzukehren. Wir haben hier richtig schöne, dicke Bücher. Wir haben Holzmaterial, diese Zauberstäbe, die Männchen sind aus Holz. Wir haben, was uns sehr, sehr gut gefällt, einfach diese zwei Aufbewahrungskisten, wo die Bücher drin ist. Negativ ist natürlich, wenn man seine Spiele stehend stapelt, macht man ja sowieso nicht, dann fallen halt die Bücher raus. Ne? Deswegen legt man Spiele immer ins Regal. Nichtsdestotrotz, das ist wirklich schön atmosphärisch zusammengemacht, diese Regale mit diesen Spinnweben. Man hat diese Spinnweben, die man verdrängen möchte sozusagen. In der Bücherei wird es nie einwandfrei, staubfrei sein, ja, und so. Und das, ja, also, wir können ja mal so in einer Hogwarts-Bücherei da wahrscheinlich eher nicht. Ja, und auch diese Blättchen, die kann man dann als Kerzen nutzen, wenn es mal nicht so funktioniert, wie man mag. Und stell dann so eine Kerze in die Bücherei, was saugefährlich ist, aber die Atmosphäre stimmt dann wieder. Ja? Es ist einfach richtig, richtig schön. Genau, und zur Mechanik, das ist ja das Hauptelement bei uns bei diesen Spielen. Der Puzzle-Mechanismus, der funktioniert erstmal richtig, richtig gut. Also man hat halt hier diese Auftragskarten. Ich muss mich schon beim Draften entscheiden, was möchte ich für mich als Bonus, was bin ich bereit, meinen Mitspielern zu geben. Ja, also manchmal bin ich echt in der Zwickmühle und denke mir, ich brauche halt unbedingt diese zwei Bücher, aber ich kann mir die jetzt eigentlich nicht erlauben, hier in dieses Säckchen zu greifen oder halt meinen Mitspielern. Und da muss ich da schon abwägen, was nehme ich für mich, gönne ich mal jemandem anderen was. Und ich finde, das ist ein spannender Mechanismus mit dem Draften. Ich kann mir natürlich auch so ein bisschen merken, was kommt vielleicht nachher zurück zu mir. Und allein dieser Draft-Mechanismus, der macht mir tierischen Spaß. Das Puzzle ist natürlich das Hauptelement. Das macht mir auch Spaß. Und was ich spannend finde, ist, dass halt in der ersten Phase des Spiels man eher direkt in das Regal puzzelt und damit schon recht schnell Aufträge erfüllt. Und in der B-Phase geht es halt eher darum, clever die Bücher umzuarrangieren. Ja, weil ich habe keinen freien Platz mehr. Oh ja. Jetzt muss ich anfangen zu sagen, okay, ich ziehe Plättchen oder ich benutze Karten, die mir halt das Umsortieren erlauben. Das ist nämlich viel schwieriger, als man denkt, weil man darf ja nicht Bücher unten rausziehen. Und das fand ich auch einen spannenden Mechanismus, der hier einfach sich so gut ja, in diese nur 10 Spielrunden einfügt. Ja, von der Komplexität würden wir schon sagen, ist es schon ein Familienspiel, aber auch Kennerspieler haben damit ihren Spaß. Man kann sich ja wirklich hier aus Hirn verzwirbeln und schauen, dass man jede Runde versucht, nochmal einen Auftrag zu erfüllen. Aber man braucht wiederum Zauberstäbe, man braucht die passenden Bücher. Man sollte aber auch das Endscoring nicht aus dem Auge verlieren, denn für vollgemachte Bücher, Fächer, bekommt man ja zusätzliche Punkte, aber auch seine eigene Kategorie sollte man immer ein bisschen im Auge behalten, weil da kann man ordentlich nochmal Punkte machen. Genau, also ihr habt da schon so Sachen, wo ihr drauf achten müsst. Also es ist nicht nur stupides in das Buchregal reinpuzzeln. Ihr habt manchmal gesagt, oder ihr sagt euch, ich mache lieber diese hohen Regale voll, da kriege ich 7 Punkte. Oder ich, statt so ein Zweierbuch aus dem Säckchen zu ziehen, mache ich jetzt eine Kerze für 4 Punkte. Ihr seid da variabel und auch diese Sache mit diesen Spinnen, die euch so einen extra Boni geben, die finde ich super. Weil oftmals gehen euch halt diese Zauberstäbe aus, dann, ja, ich kriege da über so eine Spinne einen zurück oder ich kriege ein Buch meiner Wahl, dadurch darf ich dann schon wieder so ein Buch da reinlegen, dadurch kriege ich die nächste Spinne. Und ihr habt da wirklich viele Optionen halt auf Familienspielniveau. Ich finde es aber wirklich gelungen, es spricht mich optisch an, ich fühle mich da in so diese kleine Zauberwelt versetzt. Also mir hat es echt gut gefallen. Das einzig kleine Manko, das ich jetzt habe, diese Figuren sind wirklich schön und groß, aber, und jetzt kommt das Aber, die sind halt auch so groß, dass sie genau dieses eine Feld von der Punktzahlanzeige besetzen. Sprich, wenn wir dann mal wieder hier einen Gleichstand haben und hier viele verschiedene Figuren draufstehen, kann das schon zu einem kleinen Gedränge geben oder kommen. Und dann kann es auch mal sein, dass vielleicht ein Figürchen verrutscht und vielleicht nachher genau dieser eine Punkt verloren fehlt. Geht. Ja.
Ja, es ist halt vor so einem Bücherregal, ist halt Gedränge, wenn es jetzt gerade um einen anderen Donnerstag mit Tor geht. Das will halt jeder ausleihen, da kann es dann mal schon eng werden. Kann nee, ich also verstehen. Spaß beiseite, Athenem hat uns super gut gefallen. Wir hoffen, das Ding kommt auf Deutsch. Dann hätten nämlich, glaube ich, viele Leute Spaß. Es ist ja so angelehnt an Ex Libris, was ja bei Schwerkraft rausgekommen ist. Das ist ein bisschen anspruchsvolleres Spiel. Da gibt es dann noch so Sonderkarten, die uns irgendwelche Sachen gibt. Es gibt, glaube ich, noch böse Bücher, die man da nicht hinstellen darf. Das ist quasi die Familienspielversion, hat uns sehr gut gefallen. Ja. Jetzt habe ich kurz, wollte ich den Hänger, habe ich gesagt. Aber also nee, ihr seht, wir sind restlos begeistert. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr viel zu diesem tollen Spiel sagen. Nicht nur das Cover, wir haben jetzt beiden den Hänger geglaubt, wir sind verhext worden. Nicht nur das Cover hat uns überzeugt, nee, sondern das ganze komplette Spiel, und darüber freuen wir uns. Ja, schreibt doch einfach in die Kommentare, habt ihr da auch schon so dieses, ich möchte es gern haben, aber ich weiß nicht genau wie und was und warum. Schreibt einfach in die Kommentare, quatscht mit uns darüber, lasst uns gern ein Like und ein Abo da, und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video und sagen tschüss und bis dahin. Ciao. Ciao. Mensch, jetzt war ich ganz schön verhext.